Der Landtag hat diese Woche das neue Schulgesetz beschlossen. Es wird ein flexibleres Einschulungsalter geben, die Förderschulen erhalten einen Aufschub und die Zuständigkeiten für die Sprachförderung werden von den Grundschulen in die Kindertagesstätten verlagert. Wenn Sie eine Schulnote vergeben dürften für die neue Schulgesetzgebung, welche wäre das? Ach, ich würde eine 2- vergeben. Es ist durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist erstmal noch nicht sehr spektakulär. Im Einzelnen sind die Maßnahmen durchaus brauchbar, aber der Teufel steckt im Detail. Nehmen wir zuerst die beiden Punkte, die den Kindergarten betreffen. Eigentlich inhaltlich sehr sinnvoll, aber wir halten sie für nicht gut ausgearbeitet und die Kommunen stehen jetzt vor großen Problemen, weil sie das organisatorisch so schnell nicht mehr organisieren können. Das wäre der Grund für die Abwertung. Dann kommt der wichtigste Punkt, der betrifft die Förderschulen lernen und damit das Thema der Inklusion. Inklusion ist ein ganz entscheidender Punkt und stört derzeit massiv den Schulfrieden. Und wir haben da eine ganz klare Position. Wir lehnen die Inklusion an Regelschulen ab. Und da ist es ganz interessant, dass das neue Schulgesetz nun ermöglicht, dass die Förderschulen lernen länger erhalten bleiben können, was wir natürlich begrüßen. Was wir noch kritisieren, ist, dass es nur ein vorübergehender Aufschub ist. Wir hätten hier an dieser Stelle lieber eine grundsätzliche Entscheidung zum Erhalt der Förderschulen uns gewünscht. Ja, Sie deuten es schon an, es gibt ein paar inhaltliche Anknüpfungspunkte beim Thema Förderschule. Aus diesen ergibt sich ja zumindest auch dieser Aufschub, von dem wir jetzt sprechen. Andererseits gibt es auch die klare und eindeutige Verweigerungshaltung gegen jede Form des Zusammenwirkens mit der AfD. Welches Vorgehen ist für die AfD sinnvoll, damit ihre kritische Position zum Thema Inklusion Geltung bekommt? Ja, da sind zwei Aspekte zu denken. Erstens, die Koalition konnte und wollte sich nicht einigen hier auf Landesebene, weil die SPD die Förderschulen lernen schließen möchte und die CDU möchte sie eigentlich erhalten. Und deswegen haben sie den Kompromiss geschlossen, dass die Entscheidung auf der Kreistagsebene fällt. Und da kommen halt die AfD-Kreistagsfraktionen ins Spiel. Und die sollten auf jeden Fall jetzt tätig werden. Und wir werden in der kommenden Woche auch nochmal alle Kreistagsfraktionen kontaktieren und bitten, dort in ihrem Bereich die Initiative zu ergreifen. Der zweite Aspekt ist nun der Umstand, dass die neue Gesetzgebung es ermöglicht, die Förderschule Lernen bis in die nächste Legislaturperiode hinein aufrechtzuerhalten. Und ja, vor der nächsten Legislaturperiode liegt eine neue Landtagswahl. Und wir werden eindeutig die Position vertreten, dass wir die Förderschulen lernen ganz erhalten wollen und ist damit für uns ein wichtiges Wahlkampfthema. Und dann in der nächsten Legislaturperiode müssen sich FDP und CDU halt überlegen, ob sie mit uns die Inklusion stoppen wollen oder ob sie das Rumgeeier von jetzt weiterführen möchten. Mhm. Es gab dann ja die gesamte Angelegenheit rund um den Stiftungsrat. Mhm. Die Änderung des Gesetzes hat sehr viele Emotionen freigesetzt hier im Plenum. Als Abgeordneter, der für die AfD im Kultusausschuss sitzt, wie war denn eigentlich im Vorfeld der Beratung dieses Thema im Ausschuss? Beratung? Nein, es gab keine Beratung. Im Kultusausschuss gab es eine überraschende Änderung der Tagesordnung, wodurch dieser Punkt überhaupt erst besprochen wurde. Dann wurde verlesen eine kurze Begründung für dieses Gesetz, dass der Stiftungsrat bei mittlerweile jetzt 5 im Parlament vertretenen Parteien ja so nicht arbeitsfähig wäre, bei einer Gesamtzahl von 11 beteiligten Personen. Deswegen müsste man ihn dringend auf 10 beteiligte Personen verkleinern. Ja, man mag davon halten, was man möchte. Ich habe dann auch zu bedenken gegeben, das wäre ja eine Lex AfD. Man würde diese ganze Änderung nur anstreben, um die AfD aus dem Stiftungsrat herauszuhalten. Ja, das war's mit jeglicher Beratung. Interessanterweise kam dann aber der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst hinzu und hat diesen Gesetzesänderungsantrag genauer unter die Lupe genommen. Und der hat festgestellt, dass rein formal dieser Entwurf dermaßen schlecht war, dass er so gar nicht ins Plenum kommen konnte. Ja, man hat es dann trotzdem gemacht, hat aber direkt vor der Plenumssitzung einen Änderungsantrag gemacht, wo dann diese formalen handwerklichen Fehler ausgemerzt waren. Also es scheint mit heißer Nadel gestrickt worden zu sein. Welche Schulnote? Ja, für den Antrag würde ich eine glasklare 6 vergeben. Vielen Dank, Herr Rekiner.